Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist wieder Ihre Emma Stapel. Und ich melde mich heute aus Berlin vor der NPD-Parteizentrale in Köpenick, die ich Ihnen gerne einmal vorstellen möchte. Also, auf geht's! Benannt ist die Zentrale der Nationaldemokraten nach Karl Arthur Bühring, einem 1906 geborenen und 2002 verstorbenen Architekten aus Stuttgart. Seine großzügigen Spenden ermöglichten im Jahr 1998 den Kauf und den Ausbau des Gebäudes in Köpenick, unweit des S-Bahnhofes. Oh, ihr seid, kommt rein! Klasse, dass ihr Zeit gefunden habt. Gerne. Unser Empfangsbereich. Und was sind deine Aufgaben hier in der Zentrale? Ich arbeite für den Deutsche Stimme Verlag und mache hier die Abo-Verwaltung und die Buchhaltung und auch gleichzeitig noch das Sekretariat für den Parteivorsitzenden. Herzlich willkommen. Hallo Frank, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sehr gerne. Was macht eigentlich ein Parteivorsitzender bzw. was sind seine Aufgaben? Ein Parteivorsitzender hat im Grunde zwei wesentliche Aufgaben. Zum einen muss er nach innen führen, er muss die Partei führen, er muss seine Vorstellungen und Standpunkte umsetzen, er muss in den entsprechenden Gremien dafür werben und muss eine gewisse Integrationsfähigkeit mitbringen. Das heißt, er kann nicht einfach nur machen, was er will, sondern wenn er für seine Ziele geworben hat, dann muss er versuchen, die Partei entsprechend mitzunehmen. Zum anderen muss er nach außen führen, er muss die Partei repräsentieren. Der Vorsitzende ist sozusagen das Gesicht der Partei und muss dafür sorgen, dass sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Das macht er natürlich nicht alleine, er hat dafür entsprechende Mitarbeiter in der Parteizentrale, hat Amtsleiter und er hat, wie gesagt, die entsprechenden Gremien wie das Parteipräsidium, den Parteivorstand und entsprechende Arbeitskreise. Hallo. Ja, Holger, der Frank Franz hat mir erklärt, was die Aufgaben eines Parteivorsitzenden sind. Doch wozu gibt es eigentlich eine Parteizentrale bzw. was wird hier gemacht? Ja, die Parteizentrale ist sozusagen das verwaltungs- und organisatorische Herzstück der NPD. Von hier aus werden alle möglichen Verwaltungsaufgaben erledigt. Bei einer Partei ist auch relativ viel Bürokratie leider im Spiel, das halt notwendig ist. Ich als Bundesgeschäftsführer bin für die Personalführung hier im Haus verantwortlich, für Behördenkontakte und allgemein für die innere Verwaltung der NPD. Wir haben hier verschiedene Mitarbeiter, die sich um verschiedene Ressorts innerhalb des Hauses kümmern. Wir haben zum Beispiel den Amtsleiter Recht von Schwert. Klaus Bayer, der Bundespressesprecher der NPD. Mein Name ist Stefan Lux, ich bin wissenschaftlicher Referent in der Parteizentrale der NPD. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!